der Eis. Frau Runde rief dich direkt vor mir auf. Und das Turnen, das hattest du voll drauf. Doch da saß du, du wirktest etwas schüchtern. Etwas schüchtern. Wusste jetzt auch deinen Namen. Und ich konnte mir nur den einen merken. Als einzigen von den 20 Herren. Und dann, oh ja, ich merkte schnell, ich mag dich sehr. Dich anzusprechen fiel mir schwer. Ich sag's nicht nur da. Eigentlich war verlegen eher ich. Deshalb traute ich mich erst nicht. Doch da saß du, du wirktest etwas schüchtern. Etwas schüchtern. Ich nahm allen meinen Mut zusammen. Sagte mir, was soll denn schon passieren? Drehte mich um und sprach dich an. Ich quatsch dich an, frag wie's dir geht. Hey, was geht? Bist super nett, ich frag konkret. Und etwas im Sinn. Sollen wir uns nachher in der Mensa sehen? Warum denn nicht? Gibst du mir zu verstehen? Doch da sagst du, du wirktest nicht mehr schüchtern. Schüchtern. Ist zugegeben, auch ein wenig adrett. Cool von A bis Z. Dein Antlitz ist auch mir nicht entgangen. Aber vor allem bist du super nett. Mit dir übte ich Feld und Schwung und Rad. Alleine hätte ich das nie gepackt. Das ist Fakt. Doch beim Schulterwurf, da wurde uns erst klar, dass wir ein richtig gutes Team zusammen waren. Da standen wir und beide gar nicht schüchtern. Gar nicht schüchtern. Gaben beim Training richtig Gas. Ob im Turnen oder später im Ringen. Mit dir zusammen war's ein Hey!